Mein Tank hat null, aber wenig HP. Der ist Razor besser aufgestellt, weil der eher ein Damage-Dealer ist. Ich habe die, naja, 10.000. Ich meine, dafür, dass die noch nicht so hoch gelevelt ist, ist das eigentlich gar nicht schlecht. Und wie gesagt, ein Schutzschild, das sie kurzzeitig unsterblich macht, ist natürlich schon auch nicht schlecht. Ist ja auch Heilerin. Ich weiß gar nicht genau, ob ich da nicht vielleicht sie eher als Support bezeichnen würde. So ein bisschen Mischwesen. Support-Tank. Was ist die Story von dem Spiel? Grundsätzlich spielt man, also der oder die Hauptfigur, je nachdem, wem man sich auswählt, die sind Geschwister, wenn mich nicht alles täuscht, aber man kann nur einen nehmen, bereisen im Grunde Welten. Die sind so Multiversumswanderer, die von einer Welt zur anderen reisen. Und plötzlich, als die in diese Welt, in der das Spiel spielt, reisen, kommt aber irgendeine seltsame Macht, irgendeine Kraft, die dran hindert, die Welt wieder zu verlassen. Und man weiß nicht warum. Und dann wird der Bruder, weil ich sie genommen habe, sonst wäre es andersrum, entführt oder irgendwie aufgelöst. Und dann ist man quasi, sitzt man in dieser fremden Welt fest. Und dann erfährt man irgendwie in der naheliegenden Stadt, in die man dann geht, dass die von einem Drachen heimgesucht wird, der aber eigentlich ein ziemlich cooler heiliger Drache ist und man weiß gar nicht so genau, was los ist. Und dann trifft man einen Barden, der da wohl ein bisschen mehr weiß und vielleicht auch ein bisschen mehr involviert ist in die Geschichte des Drachen, ohne zu viel verraten zu wollen. Und so geht's dann quasi los und dann entfaltet sich das Ganze quasi. Und dann erfährt man immer mehr über die Götter, die sieben großen Götter, die die Welt quasi so. Ich weiß gar nicht, ob die die erschaffen haben, aber auf jeden Fall die Obermuftis in der Welt sind oder waren früher. Die waren sehr mächtig. Und deren mystische Wesen, die auch so in der Welt mitleben. Ich glaube, die Story ist auch wirklich nicht schlecht. Die geben sich sehr viel Mühe, die Welt aufzubauen und so weiter. Aber ich kann mir eben diese Pymin-Figur nicht geben. Die geht mir so auf die Nerven. Ich hasse die. Ich finde die furchtbar. Deswegen habe ich viel übersprungen. Aber man kann theoretisch alles nachlesen. Das habe ich immer im Hinterkopf. Wenn ich Sachen überspringe, denke ich mir immer, da kann ich ja nachher noch nachlesen. Es gibt auch ganz viele Bücher im Spiel, die man lesen kann über alte Mythen. Also wenn man will, gibt das Spiel sehr viel her, um sich da wirklich tief in die Welt und in die Lore der Welt reinzuarbeiten, wenn man mag. Die Painam ist irgendwie wie Navi. Ja, ich habe vorher schon gesagt, wenn man schon Navi für nervig gehalten hat, dann soll man erstmal auf Payman die Dingens hier warten. Die ist wie Navi auf Koks. Mit Sprachausgabe. Und was für einer. Nicht nur, hey, listen. So, Level 50 Dungeon. Uiuiui. Na, das machen wir. Da bin ich selber gespannt, ob ich das schaffe. Da müssen wir uns ein bisschen. Ich glaube, da nehme ich die Elektrozauberin mit. Ich bin von der Lisa echt nicht begeistert, aber die ist einfach ziemlich hochlevelig. Welche Elemente werden denn empfohlen? Gar keine. Na, dann machen wir das so. Ja, wird schon gut gehen. Ich hätte die Barbara mitnehmen sollen. Die macht zwar überhaupt keinen Schaden, kann aber dadurch, dass sie Wasser ist, in Verbindung mit meinem Eiskerl Gegner einfrieren, was cool ist. Und die könnte halt mit ihrem Spezialangriff das ganze Team echt gut heilen. Die ist halt auch niedriglevelig immer noch eine gute Heilerin. Erde wird empfohlen, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da habe ich jetzt irgendwie falsch geguckt anscheinend. Aber ist eh gut. Ich habe ja eh die Noelle dabei oder wie man die auch spricht. Und die andere hätte ich auch gar nicht mitgenommen. Die habe ich noch dazu weggeschickt. Ich sehe nur gerade, ich muss dringend meine Magierin ein bisschen heilen, weil die ist ziemlich kaputt. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel zu essen. Also Wiedererweckungsessen habe ich genug, aber Heilessen habe ich gar nicht mehr so viel.
So, wird schon passen. Oh nein, ich hätte hier eventuell doch die andere gebraucht. Weil ich bei ihr nicht beliebig oft Steinelement erzeugen kann. Ich muss immer sehr lange warten, bis ich mit ihr jetzt wirklich Steinelemente, also verursachen kann quasi. Das könnte jetzt lästig werden. Ah, damn it. Das wäre jetzt mit der Priesterin, die eben einfach so Elementarprojektile, Steinprojektile schießen kann, viel leichter. Aber naja. Brauchen wir halt ein bisschen Geduld. Und ich muss... Ich hasse diese Rätsel. Aber warte mal, wie viel sind das? 5. Wenn ich jetzt hier... Nee, das geht nicht. Ah, ich hasse es. Dann sind alle an bis auf 1. Das ist ganz schlecht. Und wenn ich alle ausmache, bringt es mir auch nichts. Ich mache immer 3 quasi. Ich müsste... Okay, ich hab's schon. Moment mal, ich hab's überhaupt nicht. Genau, wenn ich jetzt die 3 ausmache und dann 2 anmache, dann kann ich 3 anmachen. Dann passt's. Okay, gut. Müssen wir nur ein bisschen warten, weil wie gesagt, sie ist nicht der optimale Charakter hier gerade, aber es geht immerhin. Ach so, Moment mal. Ich kann ja die gar nicht ausmachen, wenn die schon an sind. Oh Gott, das macht ja alles noch viel schwieriger. Boah, shit. Ich kann die nur anmachen, aber ich kann die nicht mehr ausmachen, wenn die mal an waren. Das ist jetzt voll doof. Es sei denn... Nee, es ist wirklich voll doof. Es ist immer voll doof. Naja, gleichzeitig habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Dann muss es ja irgendwann einfach mal funktionieren. Dann sind alle aus bis auf 1, wenn ich das jetzt mache. Das will ich nicht. Ich kann auch machen, dass 3 gleichzeitig an sind. Das will ich auch nicht. Ich will, dass 2 gleichzeitig an sind. Mein Ziel ist, dass 2 gleichzeitig leuchten. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Warte. Das geht. Okay, ich krieg's hin. Jetzt haben wir's. Okay, cool. Jetzt haben wir's. Jetzt, das ist eine gute Ausgangssituation. Jetzt müssen wir nur 2x 20 Sekunden warten und dann haben wir es geschafft. Drei, zwei, eins. Ja, jetzt ist erst 1. So. Und jetzt kann ich die 3 anmachen. Hoffen wir, dass uns das nicht zum Verhängnis wird. Nicht, dass noch ein Rätsel kommt, wo ich irgendwie in... schneller Abfolge mehrere von diesen Säulen aktivieren muss. Gibt's manchmal. Mit ihrer Spezialattacke haben wir kein Problem, wenn ich die auslösen kann. Das heißt, ich muss mir im Kampf ihre Spezialattacke, ihre Super-Spezialattacke aufheben. Für die Rätsel. Na gut, das hätten wir jetzt erstmal. Okay. Ich habe 4 Minuten Zeit für irgendwas, um 15 Gegner zu besiegen. Na dann los. Na, wo ist er denn hin? Komm her.
Ouchie. Wow! Na super, jetzt packen sie die ganz großen Geschütze aus. Okay, ich mache erstmal die Kleinen kaputt hier. Oh Gott, besiegt! Wow! Krass. Meine Güte, auf Level 50 ist der schon ganz schön irre gerade. Okay, cool bleiben. Sie mal kurz wieder erwecken. Na komm schon, ich brauche dein Schild. Okay. Ich hoffe, die Zeit läuft nicht weiter, während ich hier heile. Oh, jetzt hat er sich ein neues Schild gemacht. Das wird knapp, in einer Minute den zu schaffen. Oh, jetzt komm schon. Das war verdammt knapp. Heilige verdammt Nochmaligkeit. Mein Gott. Ja klar, Wettertro, gerne. Wie gesagt, jederzeit wieder. Voll, ist eh voll cool. Ah, das war aber auch der Bosskampf hier quasi. Aber das war knapp. Auf die letzte Sekunde. Naja, ich glaube 10 hatte ich noch oder so. Aber verdammt. Na schön, das war cool. Guter Loot, gute Erfahrungspunkte. Guter kleiner netter Dungeon. Schön war's. Ich habe mich schon so an die Brille gewöhnt. Ich finde, ohne sehe ich komisch aus. So, cool. Das war doch nett. Das war doch mal ein actionreicher Kampf.
Wenn man dann wirklich, wenn dann mal die ganzen Spezialattacken aufgeladen sind und man kann raushauen ohne Ende und lauter Elementarkombos entstehen, dann kann man den Gegner noch echt viel Schaden machen. Das hat man auch gesehen, so seine HP-Leiste war ungefähr bei der Hälfte und dann konnte ich Lisas Blitzlaterne aufhängen, Chaos Eis Projektile irgendwie beschwören und den Wirbelwind von Sepolonia machen. Und dieser Eis-Elektro-Wind-Kombo-Ding hat dem dann sofort ein Viertel von seiner Leiste weggerissen. Kann man halt leider natürlich nur ab und zu machen, aber diese Elementarkombos sind schon extrem mächtig. Könnte ich das jetzt nochmal machen? Nicht, dass ich jetzt unbedingt wollte, aber mich würde es interessieren, ob ich das gleiche nochmal machen kann. Ja, aber ohne Belohnungen. Na dann. Eher nicht so. Aber wie gesagt, hier in der Gegend gibt es, glaube ich, noch viel zu tun. Deswegen bin ich ja hier. Ja, Rettich und Weizen ohne Ende. Das ist cool. Coole Kochzutaten. Das Problem ist ein bisschen, dass ich wie in allen Spielen eigentlich ungern die Tiere, die in der Wildnis leben, töte. Und Fleisch ist für die ganzen Heilgerichte schon eine wichtige Zutat. Es gibt auch viele fleischlose Gerichte, aber die meisten enthalten Fleisch und man findet wenig Fleisch so als Questbelohnung. Aber ich will trotzdem die niedlichen Tierchen, die hier so durch die Wiesen hoppeln, nicht töten. Da kann mir das Spiel noch so viel Bonis dafür versprechen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Also ich habe auch schon ein Tofu-Gericht freigeschaltet, aber Tofu muss man halt immer einkaufen. Das findet man in der Natur halt nicht, logischerweise. Das heilt auch sehr gut. Es gibt auch wirklich ein sehr gutes Tofu-Heilgericht. Ich müsste mir nur immer diesen Seidentofu aus der zweiten großen Stadt kaufen. Und der ist auch nicht billig. Was höre ich denn da so glitzern? Ja, die Quest habe ich auch schon gemacht mit dem 100 Jahre alten Wildschwein. It's a trap. Hilfe! Das war cool, oder? Der Eiswind, der den See gefrieren lässt. Das sah gerade cool aus. Ich meine, es gibt ja sehr viele Kochgerichte. Vielleicht finde ich ja noch irgendein cooles Rezept, das irgendwie nur Weizen und Rüben erfordert. Wer weiß. Wenn man wenigstens als Questbelohnung mehr Fleisch kriegen würde. Mir geht es ja wirklich nur darum. Also ich spiele ja jetzt hier nicht aus Prinzip eine vegetarische Figur oder so. Ich will nur einfach nicht die kleinen Eichhörnchen und Wildschweine, die durch die Wiesen tollen, töten. Also wenn man wenigstens durch Questbelohnung mehr Fleisch kriegen würde, wäre ich ja auch schon zufrieden.
Ja, stimmt. Pilzspieße. Mit Pilzen kann man auch gute... Gibt schon auch gute... Ich müsste nur in den Städten einfach mehr Fleisch kaufen. Das würde ja auch gehen. Ich bin da immer zu faul oder zu knausrig, eher meine hart verdienten Moira oder wie die Währung hier heißt, gleich nochmal für so Sachen auszugeben. Ich spare die eigentlich immer, damit ich meine Waffen, Charaktere und Accessoires hochleveln kann. Es kostet alles Geld. Oh, was auch ein sehr nützlicher Charakter ist. Ich benutze den eigentlich nie im Kampf, weil ich finde den einfach nicht gut. Aber ich benutze den sehr gern zum Erkunden der Welt, weil da ist er sehr nützlich. Nämlich hier, Venti. Give me a moment to compose myself. Weil der kann was, das man auch in Breath of the Wild lernt nach einer gewissen Zeit und das sehr, sehr nützlich ist in beiden Spielen. Nämlich das hier. Der Supersprung. Dadurch kann man sich sehr viel Rätsel und Herausforderungen in dem Spiel sehr stark erleichtern. Also das normale Gold meine ich jetzt quasi. Das muss man ja ausgeben, wenn man seine Waffen und seine Charaktere hochstufen will. Und nur dafür gebe ich es eigentlich auch aus. Mora heißt's, genau. Die Mora-Währung. Und mir ist aufgefallen, die Pflanzen, gegen die ich hier gerade kämpfe, die haben ein Element, das es sonst gar nicht gibt. Irgendwie so Pflanzenelement. Ich frage mich, ob da noch was eingeführt wird. Eine neue Elementarklasse, die vielleicht noch nicht fertig ist oder so. Da wird Geld ausgegeben. Nee, genau, da braucht man immer auch... Guck mal, ich kann es eh schnell zeigen. Ich wollte eh gucken, was für Rohstoffe ich gerade noch zum Upgraden brauche. Wenn ich jetzt hier drauf gehe... Also schon fürs Hochleveln kostet es quasi nicht nur diese komischen Schriftzeichen, die ich da habe, sondern unten steht quasi auch, dass das jetzt 16.000 von 400.000, die ich habe, kostet, wenn ich das mache. Und auch wenn die dann auf Maximallevel sind, das Upgraden auf die nächste Sternklasse kostet dann Geld. In dem Fall jetzt zum Beispiel 40.000. Und das ist bei den Waffen und bei den Accessoires das gleiche. Da wird man auch später im Spiel relativ schnell mal relativ pleite. Oh, habe ich irgendeine Wochenchallenge abgeschlossen oder sowas? Anscheinend. Yeah. Ah ja, guck, verbrauche 500.000 Mora, da haben wir es schon. Tada! Sehr schön. So, jetzt bin ich gerade stutzig geworden, weil diese Erze hier unten sind speziell. Wenn man die zerhaut, kriegt man so kleine leuchtende Flunsal. Und die gehören immer in irgendwelche Laternen. Aber ich sehe hier nirgends Laternen. Ah, hier sind die Laternen. Okay, alles klar. Man muss sich ein bisschen beeilen, weil die halten nicht ewig. Aber das wird schon hindern. Der Weg ist nicht so weit. Und Noelle ist mit ihrer zweihändigen Waffe eine super gute Erzzerhauerin. Tada! Das ist eben schön. So kleine Rätsel wie das hier sind halt überall in der ganzen Welt verteilt. Das ist für mich zumindest die größte Stärke von dem Spiel. Da hinten ist irgendeine ominöse Höhle im Boden. War ich da schon mal? Weil wenn nicht, schaue ich da jetzt sofort hin. Also ich bin schon ein paar Mal super pleite geworden. Ich habe dann auch schon sehr lange... Es gibt so ein Event, bei dem kann man aber ohne Probleme unendlich viel Geld grinden. Also das ist nicht so problematisch. Hier bei diesen gelben Rauchwolken kann man unendlich viel von dem Zeug zusammengrinden.
Da ist das. Das ist alles halb so wild. Aber mir ist das Geld schon oft ausgegangen. Abraxe, danke für die Cheers. Hündchen, spreng das Glas. Sehr cool. Dankeschön. Und hallo, Jens Hardcore, wie geht's? Nein, eingefroren. Ach komm schon, sein Schutzschild ist fast kaputt. Wir müssen ihn noch ein bisschen elementarmäßig treffen und dann ist er quasi schon besiegt. Okay. Ah, verdammt, wir haben da noch irgendeinen Eisbogenschützen. Das ist natürlich nervig. Tada! Wunderbar. Die Eidechse, eine Unterwassereidechse, die nehmen wir mit. Warum nicht? Warum nicht? Das kann ich jetzt nicht sagen, dass ich es besser finde. Es ist noch vollgestopfter mit so kleinen Aufgaben, auf jeden Fall. Ich meine, Breath of the Wild spielt ja auch in der postapokalyptischen Welt. Da wird es auch nicht passen, wenn da überall so viel Zivilisation auch noch wäre und Figuren. Aber in dem Spiel, also es ist auch gut so, dass das Spiel voller ist mit kleinen Aufgaben und Schatzkisten und sowas, weil eben dieser Survival-Aspekt im Grunde vollkommen fehlt. Der Soundtrack, den finde ich auch gut von dem Spiel. Sowohl während der Kämpfe als auch wenn man einfach nur in Ruhe erkundet. Teilweise sind die Hintergrund-Soundtracks beim Erkunden schon auch wirklich sehr schön und unterstützen das Ganze, untermalen das Ganze echt sehr gut. Es ist eben wirklich schön, weil das Ganze echt auf den ersten Blick sehr stark wie ein Breath of the Wild-Klon wirkt, aber dann im Endeffekt eben nicht nur irgendwie so ein billiger Klon ist, sondern ganz im Gegenteil. Sich einfach nur dem Map-Design im Grunde, der Design-Philosophie der Map von Breath of the Wild bedient, aber dann doch eben was ganz Eigenes ist in vielerlei Hinsicht. Und das ist echt super. Super!